Wir sind auf der neuen Beta 0.76 und es gibt so viele krasse neue Skins, neue Maps und die Kooperation, die sie jetzt eingegangen sind, ist glaube ich meine Lieblingskooperation, denn es ist mit einem Anime und ihr wisst, Anime-Freak Didias muss natürlich dann davon ein Video machen und zwar ist es der Anime Hero Academia. Ich bin den gerade am gucken, bin gerade bei der dritten Staffel und ich freue mich auf jeden Fall auf die Kooperation und ich zeige euch jetzt natürlich alles, was ihr wissen müsst. Tragt natürlich auch den Creator-Code Didias ein, lasst ein Follow oder ein Abo da und ein Like, würde mich natürlich freuen und schreibt einen Kommentar auch rein, wie ihr das Update findet. Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem Update. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit den Maps an und vieles mehr. Aber wenn ihr schon mal hier seht, ihr könnt hier unten links, ist jetzt nämlich eine neue Event-Reihe aufgegangen. Denn wenn ihr auf Event geht, könnt ihr hier verschiedene Events machen, die euch dann verschiedene Punkte bringen. Mit Freunden, mit alleine könnt ihr auch spielen. Also es ist wirklich, wirklich viel. Wir gehen schon mal gleich mal in die Runden rein und gucken uns das mal hier alles an, was es so gibt. Ist halt wie das alte, nur einfach, glaube ich, einfach komplett anders aufgebaut. Wir gehen jetzt mal gleich in die erste Map rein. Und zwar ist die neue Map Hero-Examen. Und es ist wie bei einer anderen Map, die wir schon mal hatten. Ihr könnt jetzt natürlich eine Fertigkeit aussuchen von der Hero-Akademie, die ihr denn mitnehmen müsst. Und ich würde sagen, es gibt ja einmal Frosch, einmal einen Riesen machen, glaube ich. Und den Donner. Wir probieren jetzt mal hier viele verschiedene Sachen aus. Hier ist Eis, das hatte ich schon mal probiert. Und da sind die Explosionen von Deku. Ich glaube, von Deku, weiß ich gar nicht. Okay, das sieht auf jeden Fall nice aus. Wir probieren das mal aus. Wie funktioniert das hier? Okay. Oh mein Gott, man wird dann hier so nochmal nach oben geboostet. Das sieht ja mal richtig krass aus. Und am Ende, am Anfang kann man sich, wie gesagt, dann halt verschiedene Sachen aussuchen. Und wer jetzt das Anime kennt, wow, der hat den Riesen genommen. Die haben den Riesen genommen. Wow, wie krass. Aber wenn ihr den Anime kennt, wisst ihr, dass es in dem Anime, ich will jetzt nicht spoilern für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, aber vielleicht ist das auch ein Grund, mal den anzufangen. Denn in dem Anime ist es so, am Anfang müssen die eine Prüfung machen, wo die ein Parcours laufen müssen und gegen so Roboter kämpfen müssen. Und ich sag euch ehrlich, dieses Parcours-Ding, das erinnert mich krass an den Anime und ich kriege richtige Flashbacks, muss ich sagen. Und ich muss sagen, es ist richtig, richtig nice, besonders halt für einen Anime-Fan wie mich jetzt zum Beispiel. Hier seht ihr noch diese Eissachen, die machen können. Die bringen dann halt dazu, die Leute irgendwie nochmal höher zu boosten. Ich habe jetzt hier dieses Feuerdings genommen. Damit kann ich jetzt hier auch so rumspringen, was auch richtig cool ist. Ich mag das richtig, diese eigenen Special-Emotes für die eigenen Maps zu machen. Und die sehen schon richtig, richtig wild aus. Und ich freue mich richtig auf diese Map. Das Ziel ist es jetzt, in den Kopf von diesen Roboter da oben zu kommen. Ich habe die Map schon ein, zwei Mal jetzt hier gespielt. Ich hatte das erste Mal das Eis. Das war auch sehr, sehr cool, muss ich sagen. Aber ich weiß gar nicht, was das Bessere ist. Das Eisding oder das hier. Oh mein Gott. Nein, 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 die ist runter. Ja, wir sind noch hochgekommen. Gott sei Dank. Diese Map ist wirklich, wirklich schwitzig, aber sie macht wirklich viel Spaß, okay? Der will mich hier einholen. Geh mal weg, Bruder. Und nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Wir müssen da jetzt schnell ins Ziel rein und wir schaffen es. Ihr merkt schon, diese Map ist eine richtig krasse Waste-Map. Und ich freue mich schon richtig, die mit euch einzuspielen. Wenn ihr auch Bock habt, auf diese Map zusammen mit mir zu zocken, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ihr merkt schon, wie hyped ich auf diese Kooperation bin. Was auch noch neu ist, ihr wisst, es gibt zum Beispiel Laser-Tracer-Team seit neuestem. Aber es gibt auch jetzt nochmal viel, viel, viel mehr. Es gibt noch ganz viele Waste-Maps, wie ihr seht, auch als Team-Version. Das heißt, wenn ihr nicht so gut seid, aber du einen guten Freund hast, der ein guter Race-Spieler ist, kannst du auch somit easy gewinnen. Das heißt, wir werden auch im Stream nochmal zusammen hier auch zocken. Ich weiß nicht, was diese Maps bedeuten. Es gibt anscheinend auch sehr viele verschiedene Laser-Dash, Legendary mit verschiedenen Extra-Fertigkeiten. Aber die funktionieren noch nicht. Ich bin mal gespannt, wie das dann funktioniert, wenn das alles raus ist. Das sieht aber schon mal sehr, sehr cool aus. Und wie gesagt, ihr seht schon, wir haben noch eine neue Map, Stumble and Stick. Wir probieren die einmal direkt aus. Im Team kann man die jetzt machen. Das ist richtig, richtig nice. Diese Stumble and Stick Map ist draußen mit einem Partner zusammen. Ich bin ja mal gespannt, wie das hier verbleibende Verstecke. Okay, das ist anscheinend ein Hide and Seek oder was? Warte mal, ist das jetzt hier ein Hide and Seek? Wir haben hier eine Sucher-Map. Wir haben hier eine Kanone am Start. Und wir können springen. Das ist alles, was wir bis jetzt wissen. Und wir gehen jetzt direkt rein und probieren das jetzt hier aus, was hier abgeht. Müssen wir Leute finden? Müssen wir uns verstecken? Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Okay, wir haben
Ändert sich die Form in 6 Sekunden. Wir gucken mal, was gleich. Oh mein Gott, das ändert sich in 6 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Und was passiert jetzt? Versteckt oder nicht? Wir kommen, was? Ich suche. Warte mal. Ah, wir müssen Leute finden oder was? Wie cool ist das denn? Okay, Leute, wo finden wir jetzt? Oh mein Gott! Man kann sich anscheinend in so Dingern. Nein, ich habe nicht gefunden! Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall 3 Leute suchen. Die sind anscheinend so Gegenstände. Wie krass ist das denn? Wir müssen jetzt hier alles rausfinden und die ganzen Leute suchen. Wo könnten die bloß sein? In den Mülltonnen. Es ist wirklich krass, was alles hier ist. Und es ändern sich anscheinend, das scheint immer die Form von den Leuten. Das heißt, sie müssen sich immer woanders positionieren. Oh mein Gott, ich kann schon nicht mehr sprechen, weil das so krass ist. Aber gut, es ändert sich gleich und dann finden wir gleich vielleicht nochmal die Form. Wir müssen natürlich alles beobachten, ob sich hier irgendwas verändert. Ändert sich was? Ah, hier unten haben wir einen gefunden. Seht ihr, der hat sich verändert. Der muss jetzt... Oh mein Gott, wir haben alle gefunden. So, da! Schieß, 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 schieß! Ah, den haben wir rausgefunden. Der andere war so eine Steckdose. Der andere war... Ja, ich wusste es doch! Nice, was für ein cooler Bonus ist das denn? Kann man einfach zusammen mit seinen Freunden verstecken, Hide und Seek spielen? Das gibt's doch alles nicht mehr. Ich habe alle gefunden, GG! So, Leute, das waren auf jeden Fall jetzt alle Maps, die wir jetzt hier raus haben. Ich würde sagen, wir drehen jetzt noch einmal an dem Rad oder an den Rädern. Wie gesagt, wenn ihr den Anime kennt, aber auch wenn nicht, diese Skins sind wirklich so, so gut. Wir drehen jetzt mal dran und ich zeige die euch gleich. Denn diese Skins sind Next Level. Vergiss natürlich auch nicht immer im Shop meinen Creator-Code einzutragen, aber ich würde sagen, wir drehen jetzt beide zusammen hier einmal, 10-mal an diesem Rad. Ich will auf jeden Fall All Might haben, Deku haben und hier diesen... Und Bakugo wollte ich auch haben. Und Shooter natürlich. Es sind wirklich coole Skins dabei. Aber All Might ist natürlich der One-Time-Favorite, den wir jetzt auf jeden Fall haben wollen. Okay, nice das Blink. Nice das neuer Skin auf jeden Fall. Wen haben wir hier noch? Ich will natürlich hier die ganzen Helden haben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der gehört nicht zum Anime. Den kenne ich auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall kein Hauptcharakter. Aber wir wollen hier einer von den... Und wir haben Shoto! Wir haben Shoto gezogen. Einer meiner Lieblingscharaktere in dem Anime einfach. Was? Mit dem werden wir gleich auf jeden Fall zocken. Ihr merkt schon, Leute, ich bin wirklich, wirklich hyped. Es tut mir voll leid, wenn ich hier so überdreht bin. Aber diese Kooperation ist wirklich für ein Anime-Freaky-Freaky-Freaky wie mich richtig, richtig nice. Ich freue mich schon auf diesen Anime mit euch zusammen hier zu zocken. Und vielleicht wirklich nimmt das den einen oder anderen auch dazu, den Anime zu gucken. Wenn ihr da Bock habt, sagt mal gerne Bescheid, ob ihr den schon gesehen habt oder nicht. Auch in die Kommentare schreiben. Ganz, ganz wichtig. Bis jetzt haben wir erst einen Charakter von dem Anime bekommen. Ah, nee, die kenne ich alle nicht. Die sind irgendwie... Obwohl... Ah, nee, doch nicht, doch nicht. Ich möchte jetzt unbedingt All Might haben. Der ist so, so cool. Bitte dreh... Ja, bitte sprechen. Oh, nein. Was? Ich möchte checken, episch, nein. Wir wollen nichts episches Rad. Summer Guys, kommt schon. Aber wir gehen jetzt erstmal mit Shoto, wir rüsten den mal auf. Wir sind einfach mit Shoto unterwegs. Ich glaube das alles nicht. Es gibt aber auch noch ein anderes Rad mit Fußabdrücke. Und es gibt eine Sache, die ich hier so gerne hätte. Also All My Duels, klar. Aber Fire and Ice, ne? Das ist richtig, richtig wild. Das hätte ich so, so gerne. Und wenn da das Rad rauskommt, ey, ich hoffe, wir kriegen die alle diese coolen Skins hier. Meine Güte, die sind ja richtig, richtig nice. Wir sind jetzt nochmal bei der Hero Exam Map. Ich muss sagen, diese Waste Map gefällt mir sehr, sehr gut. Ich weiß noch nicht genau, was ich hier am besten finde, muss ich sagen. Den Frosch, naja, finde ich jetzt nicht so gut. Wie gesagt, diese Feuerdinger sind ganz nice, aber das Eisding ist natürlich auch richtig cool. Ich zeige mal kurz vielleicht, was man damit machen kann. Dann können wir vielleicht nochmal hier mal ein bisschen rumprobieren. Ja, doch. Ja, dann kann man so eine Eisding ins Hof laufen. Das ist auch richtig cool. Wir gucken mal noch, was wir hier alles hier so in der Gegend haben. Wir haben jetzt hier so einen Power Punch. Niemand kann uns dann mehr aufhalten, aber ich muss sagen, das ist für eine Waste Map jetzt vielleicht nicht so cool, sondern eher für eine Eliminations Map. Was haben wir hier? Okay, das ist anscheinend so eine Zunge, die... Oh, was? Wir können einfach so Bungee-Jumping, dann einfach so zu dem nächsten oder was? Zack, wie krass ist das denn? Okay, das ist ja eine richtig krasse Zunge hier. Kann man hier... Oh, einfach riesig und wir können sogar grätschen mit dem riesigen... Was die hier wieder ausgedacht haben, ist ja crazy. Können wir uns so an die Wand porten? Wir probieren es mal aus. Wow, wir können sogar springen und dann Double Jump machen. Was? Spring, Double Jump, Double Jump. Okay, damit kann man ja krasse Moves machen. Leute, ich bin gerade so hype. Double Jump, Double Jump. Und jetzt hier kann man hier so... Pa, 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 pa. Leute, niemand legt sich mit uns an. Aber krass, wir müssen natürlich hier mit Shoto natürlich das Eis nehmen. Weil das passt auch, das ist auch seine Fertigkeit im Anime. Und damit kommen wir hier überall hoch. Wer will uns packen?
Wer will uns packen? Kurz vorm Runterfallen. Oh nein, wir fallen runter. Easy. Easy gerettet. Easy gerettet hier nochmal. Oh nein, wir werden angegriffen. Was für eine coole neue Kooperation von Stumble Guys hier. Was für eine coole Kooperation ist das bitte? Tragt auf jeden Fall natürlich auch meinen Creator-Code, die Dias, ein, um mich zu unterstützen. Vergiss das auf jeden Fall nicht. Lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like und schreibt natürlich unten rein, was ihr denn hier am besten findet von dieser Beta und ob ihr die Kooperation überhaupt mögt. Und ich bin mal gespannt auf eure Nachrichten und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, Leute. Ciao.